Liebe Schwestern, liebe Brüder, man könnte dessen müde werden, wenn man durch die Bibel blättert, wenn wir den Lesungen zuhören, dass es immer wieder dieses Auf und Ab gibt. Wir finden im Alten Testament ganz viele, regelmäßig, ganz viele Stellen, ähnlich wie in unserer Lesung aus dem Buch Baruch. Es treibt uns die Schamröte ins Gesicht, weil wir nicht, so die Konklusion hier, auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, hören. Und man mag fragen, ja, was ist denn daran so schwierig? Warum klappt das denn nicht? Heute Morgen noch haben wir in unserer Psalmenreihe der Vigil gebetet, wie schnell das geht, wie unsere menschliche Eigenart ist. Siehst du einen Dieb, so läufst du mit ihm. Es ist ganz einfach. Es ist immer das Gleiche. Wir werden deshalb nicht müde, das zu hören, es sei denn, wir blenden das einfach aus und erklären es nicht mehr zum Teil der frohen Botschaft, wie das teilweise heute geschieht. Aber wenn man wirklich darauf hört, wird man dessen nicht müde, weil man es von sich selber so gut kennt. Dass es immer wieder die Situation gibt, dass es einem die Schamröte ins Gesicht treibt. Dass wir alles Mögliche tun. Baruch hier nennt das anderen Göttern nachlaufen. Das heißt, einen komplett anderen Mittelpunkt suchen als Gott selber. Uns komplett anders ausrichten. Einen anderen Schwerpunkt setzen. Und sagen, ja, mein Gott, das will ich doch jetzt mal sehen. Und irgendwann kommt dann der kleine oder große Zusammenbruch und dann sind wir wieder da, wo Baruch jetzt betet heute. Für uns betet. Es treibt uns die Schamesröte ins Gesicht. Unseren Oberen in der Kirche und in der Gesellschaft, denn wir haben nicht gehorcht, wir haben gesündigt.